Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Unterschätzte und häufig übersehene Funktionen von WordPress. Heute geht es um die Tastenkürzel. Wenn man den visuellen Editor von WordPress aufmacht und dort rechts den Button Werkzeugleiste umschalten anklickt, bekommt man eine weitere Editorreihe präsentiert, also eine zusätzliche Reihe an Buttons. Dort befindet sich auch ein Fragezeichen-Button und wenn man den anklickt, bekommt man Informationen zu Tastaturkürzel des Editors, also des visuellen Editors präsentiert. Das fängt mit ganz einfachen Shortcuts an, wie zum Beispiel, wenn man ein Wort markiert und gleichzeitig die Steuerungstaste und den Buchstaben B betätigt, dann wird das Wort fett markiert. Wenn man das mit den Buchstaben U macht, dann wird das unterstrichen und so weiter. Dann geht es hinüber zu den etwas komplexeren Tastaturkürzeln, zum Beispiel, wenn man ein Wort markiert und gleichzeitig die Hochstelltaste, also die Shift-Taste, Alt und die Zahl 1 klickt, dann wird das Wort in die Überschrift erster Ordnung, also H1, umgewandelt. Und so geht es weiter. Es gibt da jede Menge Tastaturkürzel und Shortcuts. Und schaut euch das an, das ist sehr nützlich für Vielschreiber. Ja, und das war's dann von mir an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.